Heute sind wir wieder auf einer Bahnstrecke unterwegs, auf der sich aktuell sehr viel verändert, und zwar auf der Ammertalbahn. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten hier in Böblingen, wo wir im letzten Video mit der Schönbuchbahn angekommen sind, und fahren hier jetzt erstmal mit der S-Bahn in der Baureihe 430 das kurze Stück bis nach Herrenberg. Dort beginnt die Ammertalbahn, die aktuell mit Regio-Shuttlen der Deutschen Bahn bedient wird. Und von Herrenberg nach Tübingen führt, einige Züge werden bis Bad Urach verlängert. Die Strecke war stillgelegt zwischenzeitlich. 1966 war auf dem Abschnitt Entringen-Herrenberg kein Verkehr mehr. Die Strecke wurde dann 1995 vom Zweckverband ÖPNV im Ammertal übernommen und anschließend reaktiviert. Man hatte mit etwa 700 Fahrgästen pro Tag gerechnet. Es waren dann aber deutlich mehr, man kommt inzwischen auf über 9000 Fahrgäste täglich. Schauen wir mal kurz rein in den Regio-Shuttle. Wir sehen hier, der hat die gleichen ziemlich unbequemen Sitze wie die Baureihe 425. Was so beim Regio-Shuttle relativ selten ist, kommt nur hier in der Region meines Wissens nach in der Form zum Einsatz. Ich denke, ich muss nicht viel dazu sagen. Bequem ist es nicht, es ist keine tolle Ausstattung. Auf einer längeren Fahrt ist das sicherlich nicht ganz so angenehm. Aber zurück zur Strecke und warum diese Strecke gerade etwas Besonderes ist, denn die Strecke wird gerade zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert, eben aufgrund der hohen Nachfrage und außerdem, weil sie in das Projekt Regionalstadtbahn Neckaralb, das nach dem Karlsruher Modell funktionieren soll, integriert werden soll. Was macht diese Strecke in diesem Jahr so besonders? Ganz einfach, ich war an einem der ganz wenigen Tage auf der Strecke unterwegs, wo hier überhaupt ein Zug gefahren ist. Denn die Strecke ist fast das gesamte Jahr über nicht in Betrieb, eben aufgrund der Bauarbeiten. Nur an ganz ausgewählten Tagen fahren hier überhaupt noch Züge. In der meisten Zeit des Jahres besteht hier nur Teilverkehr oder sogar komplett Schienenersatzverkehr. Wie gesagt, die Strecke gehört nicht DB Netz, sondern dem Zweckverband ÖPNV im Ammertal, und das erkennt man auch an den Bahnhöfen, die farblich eben ganz anders gestaltet sind, als man das von den Bahnhöfen in Deutschland so kennt. Hier sieht man dann auch schon ganz deutlich den Baufortschritt, also teilweise ist das zweite Gleis und die Oberleitungsmasten schon vorhanden. In diesem Jahr geht das hier eben ganz besonders weit voran, deswegen eben auch die großteiligen Streckensperrungen. Weil das Projekt hier sich schon so langsam in den letzten Zügen befindet. Hier sieht man natürlich, noch ganz fertig ist es nicht. An einigen Stellen fehlt das zweite Gleis eben noch komplett, aber auch da sind dann schon Vorbereitungen getroffen. Hier haben wir die Zugbegegnung mit dem Gegenzug. Zum Einsatz kommt hier eben die Baureihe 650, der Regio-Shuttle, meistens in einer Doppeltraktion. Aber auch die Doppeltraktion ist häufig stark ausgelastet. Selbst jetzt hier am Wochenende, außerhalb der Hauptreisezeit, war es im Zug jetzt nicht unbedingt leer. Also da ist schon verständlich, dass man hier die Kapazität noch erweitern möchte. Wenn die ganzen Ausbaumaßnahmen fertiggestellt werden, dann ist vorgesehen, die Strecke hier in einem Halbstundentakt von Herrenberg über Tübingen und Metzing bis nach Bad Urach in einer Linie zu bedienen, teilweise in der Hauptverkehrszeit zwischen Tübingen und Entringen sogar im 15-Minuten-Takt. Hier erreichen wir den Bahnhof Tübingen West, und von hier aus geht es dann durch den Schlossbergtunnel. Der Schlossbergtunnel ist einer von vier gleichnamigen Tunneln. Es gibt zwei Straßentunnel, einen Fußgängertunnel und eben hier den Eisenbahntunnel unter dem Schlossberg hindurch. Dort oben auf dem Schlossberg befindet sich ein Teil der Innenstadt von Tübingen und eben das Schloss.
Direkt danach geht es über den Neckar und kurz darauf erreicht man dann die Bahnstrecke in Richtung Sigmaringen und Immendingen. Und wiederum kurz darauf ist dann auch der Tübinger Hauptbahnhof erreicht. Dort steige ich dann aus und um und von dort aus geht es dann auch im nächsten Video dann weiter. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.